shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. Hallo und willkommen bei mir zurück auf dem Kanal des Gamer und so. Heute natürlich am 16. Spieltag gegen Dynamo Dresden in der Stadt der Sachsen hier in Dresden. Hier heute auch in unserer gewohnten Aufstellung mal so gesagt. Aber dazu kommen wir ja gleich nochmal dazu. Ich versuche heute mal nicht ein bisschen viel zu reden und das dritte Spiel werde ich auch gleich jetzt mal so sagen, werde ich nicht spielen, das werde ich schnell simulieren, allein wegen zeitlichen Gründen. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen, aber ich versuche immer, euch den bestmöglichen Content aus meiner Sicht gerade zu machen. Die Aufstellung von Dynamo Dresden erstmal in der 4-2-3-1 und natürlich Nielsen, Becker, Militschenko, Elas, Meier, Hauptmann, Will, Patoma, Czepowski, Howing und vorne Cuesta. Und jetzt unsere Startaufstellung in der 4-2-2-2 von uns natürlich, wie es auch schon in den letzten Spielen war. Adresse ist Anfi, Haas, Cherodea, Barbosa, Bender, Beltran, Kotzo, Kastrop, Pech und Daphne. Jetzt mal die erste Chance für uns mit Pech. Und er macht das 1-0 in Dresden hier, unserer Torschütze mit der Nummer 14. Das ist schon mal ein guter Anfang in diesem Part jetzt hier. Ich hoffe, dass noch konsequent hier an dieser Stelle weiter. Da steht ganz schnell 1-1 durch den Torschützen der Nummer 9 von Dynamo Dresden. Kenny, der hier gerade einen anderen Namen hat wahrscheinlich. Müsste hier das rechte Mittelfeld von denen sein. Hey, auf Kastrop und nicht Kastrop, sondern Konzbruch hier. Der Torschütze mit der Nummer 38 mit den tollen Jubi hier an dieser Stelle und steht das 2-1 für uns. Und Tor für Dynamo Dresden, die das hier nach der Ecke gut ausspielen. Besonders unsere Verteidigung bzw. unser Mittelfeld einfach stehen lassen und auch nichts zu machen hier an dieser Stelle für Capitano Bestes. Jetzt ist Tobias Pech mal durch wieder und bleibt am Torwart Nielsen dranhängen. Jetzt Christoph Daphner. Und Nielsen wieder Stelle. Jetzt wir mit dem Eckball. Wir versuchen ihn weit und hoch zu bringen. Antwi, der da nicht richtig rankommt. Wir bleiben direkt dran mit Kornsbruch. Und wir bleiben diesmal im Verteidiger hängen. Astrop, der jetzt mal hier über die rechte Seite richtig gut kommt. Und Nielsen mit nicht der so sicheren Parade. Barbosa direkt wieder drauf gelaufen. Daphner kommt hier mit dem Tempo aber nicht. Kastrop jetzt hier an dieser Stelle. Pech. Jetzt hier seine letzte Chance in dieser Partie. Kann er es machen? Und er macht es. Und da steht es 3-2. Der Lucky Punch, würde ich sagen, an dieser Stelle für uns an Dynamo Dresden. Er setzt sich hier sehr gut durch. Tobias Pech. Und dann ist er konsequent bei diesem Abschluss. Und das war ein sehr guter Freistoß von Dynamo Dresden. Das war noch nicht der Lucky Punch, den wir vorher hatten. In der 90. Minute schießen sich hier diesen perfekten Freistoß. Rest ist zwar dran, aber trotz geschlagen. Hier sehen wir es noch einmal ganz gut. Zeitlupe. Ich hoffe, Radion Dach. Nein, zum Glück nicht. Da Rest ist den Ball und und jetzt setzt Dynamo Dresden uns den Lucky Punch drauf mit dem 4-3. Das darf bei uns nicht so passieren. Es geht viel zu einfach. Hier sieht man das. Einfach nur den Ball über vier Stationen gespielt und war ja drin. Und damit verlieren wir auch diese Partie dieses Paares. Aber wir sehen uns direkt im nächsten wieder. Hier natürlich jetzt auch bei uns zu Hause im Ostseestadion natürlich gegen den SV Werder Bremen, wie ihr es jetzt schon gesehen habt, der 17. Spieltag. Der kleine
Erinnerungen, aber zur Formation kommen wir. Zur Startaufstellung Reste, Sprito, Antwik, Cherodia und Pedran, Bender und Barbossa. Natürlich jetzt auch wieder Fröhling, Bayers, da Daphne und Pech vorne, die Sturmschütze und Prito, wie ich ihn schon erwähnt hatte, ist auch nach seiner langen Verletzungsphase auch wieder einsatzbereit. Gleich kommen wir zu SV Werder Bremen, der Startaufstellung. Da haben wir sie, Lord, Hause, Friede, Agu, Sage, Fernandes, Jumbo und Nova. Und Mannswerk, Buchana und Cody. Ja, auch noch zur Stelle. Jetzt ganz schnell für Bremen. Und Rest ist hier auch schon wieder da. Bayers jetzt mal hier mit der Flanke. Und Pech ist an dieser Stelle nicht den guten Kopf versetzt. Daphne jetzt mal hier vorne dran, kommt hier aber nicht durch und da wird auch das Handspiel direkt gewertet. Buchana jetzt mal von der SV Werder Bremen jetzt hier durch und Cherodia, der Ex-Bremer, hier zu gewesen. Bestes und da steht jetzt 1:0 für Werder Bremen, trotz Unterzahl, was hier passiert ist in Rostock. Jetzt liegen wir 0:1 hinten. Pech jetzt hier auch mal wieder durch und Lord, der Jugendspieler von SV Werder Bremen, hier zur Stelle. Für die Ecke aus. Mal gucken, wie gut sie kommt. Sie kommt sogar ganz gut, aber wir kriegen diesen Verrückt hier nicht zustande. Und ja, geschlagen von SV Werder Bremen. Jetzt steht es hier 0:2 für die Bremer hier. Und wir nehmen auch eine Auswechslung vor. Kastrop kommt jetzt rein für Bayers, der auch wirklich ein gutes Spiel geliefert hat, aber nicht Leistung reicht annähernd, aber besser als Roll momentan. Und hier sieht man es wunderschön auch, Bremen wunderbar gespielt. Bin mal wieder hier durch, Restes ist da und dann ist doch noch Fernandes zur Stelle. Es steht 0:3 für Bremen. Und jetzt Daphne ist da, Adamo, Castro kommt da nicht mehr ran, Barbossa jetzt aus der zweiten Reihe. Und Kode hier, der Verteidiger von Bremen, gut abgefangen. Jetzt Adamo kommt hier durch, der Uruguayer, und der bleibt dann Lord hängen. Natürlich übernehmen wir eine Auswechslung nochmal vor. Jetzt kommt rein Kornsbruch für Frühling. Jetzt muss der Fahrrückzieher aber sitzen. Und Lord hier richtig gut. Der Fahrrückzieher muss nochmal sitzen. Und Lord ist schon wieder zur Stelle. Wir müssen weiter Druck aufbauen. Immer weiter und weiter und weiter machen, Leute. Wir dürfen nicht aufgeben. Die Moral steht. Der Fahrrückzieher kommt diesmal wirklich nicht durch. Also noch nicht mal eine Chance annähernd. Und Kastrop mit dem Weitschuss. Aber keine große Tat. Oh, jetzt mal hier wirklich mit einem guten Laufweg. Adamo, ich weiß nicht, ob Kastrop im Abseits war. Ja, war er. Wir kriegen einfach diese Chancen nicht, die wir brauchen. Gute Verlagerung hier von Bremen. Agu. Jetzt ist er durch. Agu. Und wir sind mit Antwi hier noch zur Stelle. Aber Restes wäre auch noch da gewesen. Glück steht hier nicht 4:0. Es könnte aber jetzt passieren und es passiert. Nennen wir der Torschütze der Bremer zu 0:4. Jetzt die Flanke. Adamo ist da. Und mir ist auch noch was aufgefallen. Wir spielen sogar. Ne, Bremen spielt noch eine Unterzahl. Okay, ich habe dann eigentlich mich gerade verguckt. Ich habe gedacht, wir spielen eine Unterzahl. Aber nein, das ist Bremen. Hab mich nämlich schon gefragt, wo die rote Karte bei uns herkommt. Hier sieht man es nämlich noch. Wenn das sich verschiebt, dann haben wir die rote Karte anstatt Bremen. Und hier verlieren wir auch zu Hause leider mit 0:4. Starke Leistung von Bremen. Die spielen wie ein Erstligist. Die wollen in die erste Liga hoch. Wir wollen es eigentlich auch. Wir müssen dranbleiben. Wir sehen uns jetzt in der Schnellsimulation wieder. Bevor ich hier in die Schnellsimulation gehe, Bonet spielt diesmal von Anfang an. Bender spielt wieder über die Rechtsverteidigung. Branko ist auch wieder da. Natürlich spielt er auch ganz gewohnt weiterhin
In dem ZDM-Bereich Kornsbruch und Castrop bleiben auch. Dieser Besetzung starten wir dann gleich rein in der Heinz von Heine Arena. Und bevor ich das halt komplett in diesem Video vergesse, sage ich lieber jetzt: Lass ein Abo und ein Like da. Vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, dass ihr auch immer benachrichtigt werdet. Jedes Abo, was ihr für mich da lässt, umso weiter wächst der Kanal. Umso mehr wird wahrscheinlich an Content kommen. Ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes sehen wollt, neben FIFA zum Beispiel, was euch interessiert natürlich. Versucht das halt bestmögliche rauszuholen. Und wie gesagt, lasst einen Daumen da, wenn euch die Hansa Rostock-Karriere gefällt. Und dann starten wir jetzt rein in diese Partie in der Schnellsimulation. Und hier spielen wir gegen Hannover ein 1 zu 1. Das ist der erste Punkt in diesem Part. Das ist wirklich, wirklich ein trauriger Part. Aber was willst du machen? Du verlierst nach einer 3-2-Führung zum Schluss auf 4-3 gegen Dresden. Gegen Bremen hat man so gut wie fast gar keine Chance gehabt. Also 0 zu 4 Endstand und jetzt hier in Hannover ein 1 zu 1 ist ein bisschen Erleichterung und damit wird es wahrscheinlich eher so laufen, dass wir weiterhin Platz 11 sind, vielleicht Platz 12. Und dann würde ich mich hier verabschieden von diesem Part. Dann sehen wir uns in 2 Tagen zum nächsten Part wieder und würde ich sagen, haut rein, euer Gamer und so.